Hallo liebe Besucher meines Kanals, heute zeige ich euch, wie man einen Topflappen von Anno Dazumal häkelt. Ich habe lediglich andere Farben genommen als früher, aber sonst ist das Design dasselbe geblieben. Die Anleitung folgt jetzt. Ich häkle mit einer Häkelnadel Nummer 3. Dann nehme ich Reste von Baumwolle. Und zwar habe ich einmal noch einen Rest von der Gründelwolle. Die hat eine Lauflänge von 260 Meter pro 100 Gramm, ist 100% Baumwolle und ist ein Verlaufsgarn. Das ist also der Rest. Dann habe ich noch einen Rest von Catania Baumwolle. Da haben 100 Gramm 250 Meter Lauflänge, die nehme ich dann dazu. Und als Kontrastgarn habe ich hier einen Rest von Twister. Und zwar hat die gleiche Lauflänge wie die Catania. Das ist also Twister Ibiza, 50 Gramm, 125 Meter. Da kann man es lesen. Also ist die Twister Ibiza. Das ist das Kontrastgarn. So, jetzt nehme ich von der Cotton Quick von Gründel einen Faden und dazu einen grünen Faden von der Catania und fange den Topflappen an. Einfach mit einer Schlinge. So. Die Schlinge gebe ich auf die Nadel und häkle 20 Luftmaschen. Da könnte man auch weniger nehmen, aber ich habe immer gerne, wenn der Topflappen eine große Öse hat zum Aufhängen, weil ich habe noch so ein Brett mit einem Überhandtuch und da sind die Knöpfe, die sind aus Holz und da brauche ich eine große Öse. So, 20 Luftmaschen. Jetzt muss ich nachzählen, weil ich das nicht mitgezählt habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Die schließe ich dann zu einem Ring, indem ich hier in die erste Masche eine Kettmasche mache. Bei der Kettmasche wird einfach nur der Faden durch beide Schlaufen durchgezogen. So, in diesen recht großen Ring kommen jetzt 30 feste Maschen. Und zwar halte ich den Ring so und lege dann die 30 festen Maschen schön nebeneinander. 1, 2. Durch die Kamerastellung gleitet mir das schnell von der Nadel. Wenn ich aber das Häkelstück vor mir habe, geht das also wesentlich schneller und es gleitet auch nicht von der Nadel weg. So, ihr seht, es müssen nachher 30 solcher Kettteile oben liegen und der Ring muss ganz geschlossen sein mit festen Maschen. So, das mache ich jetzt alleine weiter und danach sehen wir uns dann wieder.
So, die 30 feste Maschen sind jetzt in den Ring reingehäkelt und nun schließe ich die Runde mit einer Kettmasche, indem ich also hier in die erste Masche gehe, hole den Faden und ziehe den dann durch diese Schlaufe durch. Jetzt beginnt ihr das Häkeln auf jeder Seite immer mit einer Steigeluftmasche. Also eine Luftmasche. Und nun wird ab sofort immer in den hinteren Teil der Masche hier eingehäkelt. Also nicht hier vorne, sondern hier wird eingehäkelt. Und zwar 9 feste Maschen. Eins, das nächste wieder, zwei, drei, vier, immer ins hintere Glied, fünf, sechs, so, und jetzt kommt eine Besonderheit. In die 10. Masche werden jetzt drei feste Maschen gehäkelt. Also eins, zwei, drei. Das ist nachher die Mitte des Topflappens. Also hier drei. Und jetzt wieder 9 feste Maschen. Eins, zwei, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht, neun. Jetzt folgt das, was bei jedem Ende immer folgt. Eine Steigeluftmasche, wenden und jetzt wieder in die hinteren Maschenglieder die festen Maschen einhäkeln. Und zwar ist es ja jetzt eine Masche mehr, weil wir hier in der Mitte drei Maschen eingesteckt haben, eingehäkelt haben. So. Und wenn wir dann in der Mitte ankommen, dann werden in das mittlere Glied wieder drei feste Maschen eingehäkelt, sodass sich die Anzahl der Maschen bei jeder Runde um 2 Maschen erhöht. Wichtig ist, dass man immer hinten einsticht und hier genau in der Mitte, das ist nämlich hier, das könnt ihr sehen, hier waren die drei Stäbchen.
hier in der Masche und das hier ist die Mitte. Da werden drei feste Stäbchen eingehäkelt. So, zwei, drei. So, und jetzt häkelt man immer so weiter, bis der Topflappen groß genug ist. Wie weit ich den häkele, das seht ihr nachher. Wie viele Rippen das dann sind, das kann man dann nachzählen. Aber das ist euch selbst überlassen, wie groß ihr den Lappen häkeln wollt. Also ich häkele jetzt bis hierhin. Da ist die letzte feste Masche. Dann kommt wieder eine Steigeluftmasche. So, noch ein bisschen Geduld. So, das ist die letzte hier. Das kann man aber auch immer schön nachzählen, weil man weiß ja, dass jetzt auf jeder Seite eins mehr ist. Dann müssen also hier 10 feste Maschen sein. Ich sehe das so. Ich mache jetzt eine Steigeluftmasche, wende die Arbeit und fange gleich wieder hinten an. Häkle dort bis zur Mitte. Hier in die Mitte kommen drei Luftmaschen und so geht das immer weiter. Und irgendwann, wenn es mir gefällt, nehme ich statt dem grünen Faden hier diesen violetten Faden zu dem Verlaufsgarn und häkle eine Reihe hin und her von dieser Kontrastfarbe ein. So, viel Spaß jetzt beim Nachhäkeln. Ich häkle jetzt den Topflappen fertig und am Schluss sehen wir uns, denn der wird nachher noch mit festen Maschen umrundet. Nachdem ich 9 Rippen gehäkelt habe, ich zähle die mal vor, hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fädle ich in eine Stopfnadel diesen violettfarbenen Faden ein. Muss man hier vorne ein bisschen zusammendrücken. Eventuell ein bisschen befeuchten, sodass man den Faden in die Stopfnadel einfädeln kann. So, und den Faden versteche ich jetzt hier oben unter diesen Kettmaschen. Und zwar so von vorne nach hinten. Sodass ich jetzt mit dem violettfarbenen Garn und dem Verlaufsgarn zusammen häkeln kann. Also den grünen Faden lasse ich liegen und nehme dann hier den Verlaufsfaden und den violettfarbenen Faden, mache die Steigeluftmasche. Wende die Arbeit und steche wieder hinten ein, um feste Maschen zu häkeln. So wie gehabt werden jetzt immer ins hintere Glied feste Maschen eingehäkelt.
Und möglichst dieser Faden das Ende mitgefasst, damit der schön gesichert ist. So. Also immer ins hintere Glied einstechen, sodass dann die Rippen entstehen. So, hier nehme ich den Faden nochmal mit und dann schneide ich ihn So, jetzt kann ich dieses Ende abschneiden. Ja, und wenn ich dann gerade schon mal die Stopfnadel zur Hand habe, kann ich auch diesen Anfangsfaden hier verstechen. Und zwar versteche ich jeden einzeln, damit das nicht so dick wird. Und zwar hier in diese Raupe um die Öse. Zwar immer mal rauf, mal runter und eventuell auch zurück, damit sich das schön verhakt. Bei der Stopfnadel achte ich auch darauf, dass die Stopfnadel eine Spitze hat, damit man die Fäden auch zwischendrin gesichert hat. So, den Faden. Jetzt den anderen Faden noch. Mal in die eine Richtung. Dann mal wieder in die andere Richtung, also zurück. Immer rauf und runter. Ich gehe noch mal ein Stückchen zurück und wieder weiter vor. So, und jetzt kann ich das Ende abschneiden und kann hier weiter häkeln, hinten einstechen, feste Maschen. Mit dem Kontrastfaden häkele ich einmal hin und die Reihe noch einmal zurück. Dann schneide ich den Kontrastfaden ab. Ihr seht, da kommt jetzt die Kontrastfarbe hin und dann einmal wieder zurück. Und dann geht es weiter hier mit diesen grünen Rippen. Das heißt, ich nehme dann hier den grünen Faden am Rand wieder auf. Und häkeln noch weitere Rippen. Das mache ich jetzt alleine und zeige euch nachher das Ergebnis. Insgesamt habe ich jetzt 12 Rippen gearbeitet. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dann habe ich den Faden abgeschnitten. Das heißt also beide grüne Fäden. Das Verlaufsgarn und auch der grüne Beifaden und habe mir dann von dem Kontrastgarn ein Knäuel abgewickelt, sodass ich das Kontrastgarn jetzt auch doppelt fassen kann. Denn mit dem doppelt gefassten
Faden möchte ich jetzt den Topflappen umhäkeln. Es ist euch selbstverständlich frei überlassen, wie viele Rippen ihr häkelt. Ihr müsst das selber eben sehen, wie groß euer Lappen wird. Und es ist euch auch überlassen, wie oft ihr den Topflappen umhäkelt. Ich umhäkele ihn zweimal. Und zwar mache ich hier jetzt am Anfang eine Steigeluftmasche. Ziehe die Fäden feste nach hinten. So, und mache zu der Steigeluftmasche hier in die Ecke noch zwei feste Maschen. So, und jetzt häkle ich hier an diesem Rand weiter. Und zwar nehme ich bei jeder Rippenerhöhung eine feste Masche auf. Und bei jeder Vertiefung ebenfalls eine feste Masche. Hier ist wieder eine Erhöhung, also eine feste Masche in die Erhöhung und eine feste Masche hier in die Vertiefung. So häkele ich an der Seite weiter, bis ich hier angekommen bin, und dann kommt in jedes Kettmasche hier oben, in jedes Kettenglied eine feste Masche, und dann häkle ich hier wieder weiter, genauso wie hier, also immer in die Erhöhung eine feste Masche und in den tiefer liegenden Rand eine feste Masche. Und wenn ich dann hier angekommen bin, dann häkle ich auf jeden Fall drei feste Maschen in die Ecke. Hier ebenfalls drei feste Maschen einhäkeln. Und hier braucht man dann nur noch hier eine feste Masche und die Kettmasche, eine Steigeluftmasche, und man häkelt dann rundherum. Wenn ich jetzt den Topflappen fertig habe, dann zeige ich ihn euch nochmal in die Kamera und auch die schriftliche Anleitung, sodass ihr euch dann einen Screenshot machen könnt. Bis gleich! So, jetzt zeige ich euch im Anschluss ans Häkeln die schriftliche Anleitung in die Kamera, sodass ihr euch einen Screenshot machen könnt. So, ich warte ein paar Augenblicke, hoffe, dass ihr fertig seid, wünsche euch viel Spaß beim Nachhäkeln.